Der Abschuss eines russischen Kampfjets über der Türkei oder eben nicht, das wird als Grund genannt, warum es heute an der Börse kräftig nach unten gegangen ist. Auch der IFO-Geschäftsklimaindex auf Rekordhöhe hat hier nur kurzzeitig helfen können. Ja, an der türkischen Börse, da rappelt es richtig kräftig. Auch die türkischen Anleihen kommen unter Druck und auch die Airlines, die Aktien der Airlines kommen unter Druck, gerade nachdem die Amerikaner weltweit Reisewarnungen ausgesprochen haben. Und das in der Woche von Thanksgiving. Na, Prost Mahlzeit. Kommen wir zum Börsenausblick. Morgen Mittwoch, der letzte Handelstag in New York an der Wall Street. Am Donnerstag ist dann besagtes Thanksgiving-Fest. Es wird zwar am Freitag gehandelt, ist aber nur ein verkürzter Handelstag. Und wer handelt, bringt dann traditionell seine Kinder mit an die Börse, damit die mal sehen, wo der Papi arbeitet. Also so richtig effektiv wird das dann nicht. Und deswegen haben die Amerikaner morgen am Mittwoch sämtliche Termine irgendwie reingepackt, die dann sonst immer bis zum Wochenende Ende auf uns zukommt. Schauen wir mal kurz gemeinsam drauf. Da haben wir 14.30 Uhr zunächst die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir erwarten einen kleinen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche auf 273.000. Die Zahl geht vollkommen in Ordnung. Ebenfalls 14.30 Uhr den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Das ist interessant. Im Vormonat ein Rückgang von 1,2%. Jetzt erwarten wir eine deutliche Steigerung von 1,6%. Wir haben die Konsumausgaben für den Oktober. Kleiner Anstieg wird hier erwartet von 0,3%. Wir haben die persönlichen Einkommen ebenfalls für den Oktober. Auch hier erwarten wir einen kleinen Anstieg. Der Hauspreisindex für September, also dieses Datum, kommt so ein bisschen verspätet. 0,5 Indexpunkte geht's nach oben, also auch der Häusermarkt kommt hier einigermaßen wieder in Schwung. Wir haben den Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe, 55,2 Punkte, also das ist ein sehr guter Wert. Wir haben die Neubauverkäufe für den Oktober, hochgerechnet aufs Jahr mit 500.000, ist das auch recht ordentlich. Und wir haben das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das kommt ja auch immer sonst am Freitag, jetzt also dann schon morgen am Mittwoch, 16 Uhr unserer Zeit, 93,2 Punkte. Ich würde jetzt nicht sagen Rekordwert, aber ein Wert, der vollkommen in Ordnung geht. Vor allen Dingen ist es eine deutliche Steigerung zum Vormonat. Ja, und dann haben wir noch 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände der Amerikaner. Da gucken die ja immer in die Tanks rein. Wir hatten vergangene Woche einen leichten Anstieg gesehen von 300.000 Barrel. Mal gucken, was dann morgen passiert. Die OPEC hat ja hier angekündigt, die Sitzung ist ja erst am 4. Dezember, dass man hier wohl die Fördermengen etwas zurückfahren wird. Und allein diese Ankündigung oder diese Verdacht der Ankündigung hat gereicht, den Ölpreis leicht um etwa 1% steigen zu lassen. Ein paar Zahlen gibt es noch, auch hier ein paar Nachzügler. Wir haben CTS Eventim, die Bilanz ziehen. Das ist der Ticketvermarkter im Internet. Wir haben den weltgrößten Hersteller von Zement, Lafarge Holcim und Windeln.de. Ein Wert hier aus Deutschland, noch gar nicht so lange an der Börse zu finden. Ihnen jetzt noch einen tollen Abend und auf Wiedersehen bis morgen.